Deswegen kündige ich ihn jetzt einfach mal hier ins Blaue an und hoffe, dass er dann auf die Bühne kommt. Er sucht noch einen Parkplatz. Dankeschön. Er sucht noch einen Parkplatz. Na, dann ändern wir die Reihenfolge also. Ich glaube, ihr habt sowieso am meisten Lust auf den Aufzug, oder? Wollt ihr laufen? Dann habe ich jetzt eine schlechte Nachricht für euch, denn vorher kommen noch zwei Redner. Aber die zwei Redner haben es in sich und wir ziehen jetzt einfach unseren Überraschungsgast vor. Wer weiß oder wer ahnt, wer glaubt zu wissen, wer der Überraschungsgast ist, ruft mal ein. Ja, ich höre es hier schon. Ich höre den Namen schon. Unser Überraschungsgast. Zum allerersten Mal auf einer Großdemo hier in Dresden. Freue ich mich ganz besonders, dass es nach 3 Jahren endlich geklappt hat. Er ist heute hier. Bitte begrüßt ganz herzlich den phänomenalen Redner, der mit glasklaren Worten immer den Nagel auf den Kopf trifft. Begrüßt mit mir Ken Jebsen oder auch Kamal von Tierwasch. Na, das ist ja schön, hier in den besetzten Gebieten, um mit Uwe Steiner zu sprechen. Hallo Dresden! Ich muss sagen, ihr habt hier echt scharfes Wetter. Gefällt mir. Ja, wunderbar. Auch die Idee von Kai Stuth, die ich natürlich auch unterstütze. Ich bin jetzt kein Parteifreund, aber ich glaube, wenn 1 Million Menschen Mitglied der Basis werden würden, dann wäre das die größte Partei ever. Ich glaube nicht an neue Parteien, aber man kann jeden Art von Versuch wagen. Und bei einem Kai Stuth weiß ich, das ist jemand, der ist im Auftrag des Friedens unterwegs. Und ich möchte mich mal ganz herzlich dafür bedanken, nämlich Können 100 Ärzte lügen, ein ganz fantastischer Film, den ARD und ZDF hätte machen müssen, aber nicht gemacht haben. Und das war kein Zufall. Danke, Kai Stuth. So, im besten Deutschland aller Zeiten muss gerade ich extrem darauf achten, was ich sage. Und aus diesem Grunde bin ich genötigt, in den letzten Wochen und Monaten Reden zu schreiben, damit ich später sagen kann, es steht geschrieben und nicht, was hat der denn gesagt. Es steht geschrieben, ich stelle es später ins Netz auch. Erstmal vielen Dank für das herzliche Erscheinen. Da beginne ich mal, es sind so knapp, für mich kurz, 19 Seiten, 25 Minuten dürfte das sein. Und ich werde dann auch viel langsamer sprechen, ich verspreche das. Okay? Hallo. Danke an das beste Deutschland aller Zeiten. Und das meine ich ernst. Danke vor allem für die Corona-Zeit. Der Staat und seine durch Massenmedien auf Gehorsam getrennten Bürger waren binnen weniger Monate bereit, andere Menschen auszusondern, zu stigmatisieren und als Sündenböcke zu missbrauchen, nur weil diese Menschen nicht bereit waren, ihre Körper der Pharma-Mafia als kostenloses Testobjekt zu überlassen. Was im besten Deutschland aller Zeiten während des Corona-Regimes zur neuen Normalität wurde, war ein Testlauf für die Neuauflage des Faschismus. Endlich habe ich 1933 verstanden. Wer war damals dabei? Wer neulich während des Corona-Regimes? Es waren damals wie heute die durch die Bank Personen, die sich in der Machtpyramide im oberen Drittel befanden. Menschen also, die weniger durch ein unabhängiges Denken an ihre Positionen gekommen waren, sondern eher durch Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten. Klassische Mitläufer. Merkel, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin die Pharmaindustrie. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Und ich komme im Gewand der WHO. Es ist übrigens sinnlos, jahrzehntelang auf allen Kanälen sämtliche Details des Dritten Reiches zu wiederholen, wenn man dabei vergisst, darauf hinzuweisen, dass der Faschismus 2.0 nicht zwingend eine SS-Uniform tragen muss. Ähnlich sinnlos ist es, den Faschismus immer nur in seinem Endstadium zu betrachten, während unsere Medien es stets vermeiden, den Fokus auf die Anfänge des Faschismus zu legen. Zufall? Natürlich nicht! Das Erste, was der Faschismus tut, wenn er plant, ein System zu übernehmen, ist, im Vorfeld sicherzustellen, dass unabhängige Medien nur noch auf dem Papier unabhängig sind. Haben wir das in den Corona-Zeiten erlebt? Ja. Irgendwie schon. Wurde zum Beispiel von Bill Gates große Medienhäuser weltweit und damit auch im besten Deutschland aller Zeiten bestochen?
Hat zum Beispiel das ehemalige Nachrichtenmagazin der Relotius Spiegel von Dollar Bill Geld kassiert? Natürlich nicht kassiert. Das wäre ja plumpe Bestechung. Sowas macht der Lieblingsphilanthrop der deutschen Medien und der deutschen Politik nicht. Bill Gates unterstützt Massenmedien. Bestechung gibt es nur in Russland, China oder einer offiziellen Bananenrepublik. Wir bestechen nicht. Nein, wir lassen unterstützen. Wer kann schon dagegen sein? Ist bekannt, dass Bill Gates mit der Corona-Krise noch einmal um mindestens 500 Millionen US-Dollar reicher wurde und jetzt stolze 103 Milliarden Dollar schwer ist? Wie hat er das gemacht? Der Mann, der von den ihm unterstützenden Medien stets als eine Person gefeiert wird, der es immer nur um die Menschen, aber nie ums Geld geht. Nun, der gute Bill ist weit vor Corona in diverse Pharmaunternehmen eingestiegen, um dort die mRNA-Technologie zu fördern. So auch bei BioNTech in Deutschland. Allein dort investierte Bill 55 Millionen Dollar. Kaum war das Geld dort geparkt, bekamen mRNA-Stoffe eine Sonderzulassung, um auch an Menschen ausprobiert werden zu können. Ich sage bewusst ausprobiert. Die Bundesregierung kaufte Millionen Impfdosen, während das Unternehmen kräftig die Preise erhöhte. So ging auch bei BioNTech der Aktienkurs durch die Decke. Und Mr. BioNTech durfte wie vor ihm Bill Gates in deutschen Massenmedien kräftig Werbung machen für sein Produkt. Die mRNA-Impfung gegen Corona. Unter Hochdruck entwickelt und mindestens so sicher wie alle bisherigen Medikamente, die in der Regel nie ohne Doppelblindstudien auskommen und im Schnitt 15 Jahre dauern, bis sie eine Zulassung bekommen. Das alles wurde unter dem Einfluss eines amerikanischen Philanthropen in die Tonne gekloppt. Wer in der Corona-Hochzeit vor Nebenwirkungen warnte, war entweder ein Verschwörungstheoretiker oder ein Fachmann, der sich nicht von der Pharma-Mafia hat kaufen lassen. Für diese Leute Applaus! Dieser Kritiker wurde nach seiner offenen Kritik von den bestochenen Massenmedien an den Pranger gestellt und auch im Anschluss wie ein Tier zur Strecke gebracht. An ihm wurde ein Exempel statuiert. Wer es immer noch nicht mitbekommen hat, unsere aktuellen Medien sind Komplizen des Großkapitals, wie seinerzeit die Medien unserer Großeltern. Da hat sich nichts geändert. Und wir sind erneut bereit, die eigene Bevölkerung den Faschisten zum Fraß vorzuwerfen. Wer an den richtigen Stellen einzahlt, kann sich auf unsere Massenmedien als Werkzeuge des Geldadels verlassen. Dann sind sie auch bereit, an den richtigen Stellen das zu tun, was man Totschweigen nennt. Totschweigen ist neben Rufmord die zweite Disziplin, mit der Massenmedien bei der Einführung des Faschismus dafür sorgen, dass die Idee der Demokratie endlich und überall verschwindet, um durch eine weltweite, wertebasierte Weltordnung ersetzt zu werden. Schönes Wort für Diktatur, wertebasierte Weltordnung. Wann, meine Freunde in Dresden, wann will zum Beispiel der Spiegel oder die Tagesschau darüber berichten, dass Bill Gates Anfang 2023 bei BioNTech wieder ausgestiegen ist? Wer weiß das? Nur wenige. Wie schon erwähnt, mit 500 Millionen Dollar Gewinn, und zwar steuerfrei, hat er über seine Stiftung investiert. Wann wollen unsere Massenmedien, die zuvor Millionen von Deutschen zur mRNA-Spritze plus Booster gedrängt hatten, die Bürger darüber aufklären, dass Bill Gates höchstpersönlich seinen Ausstieg damit begründete, dass die mRNA-Impfung weder vor einer Infektion noch der Weitergabe des Coronavirus geschützt hätte, noch dass der Impfstoff geeignet sei, eine Virusmutation abzuwehren. Zudem, so Bill, wäre der mRNA-Impfstoff auch nicht in der Lage, jene Personen zu schützen, um die es ja bei Corona permanent ging, alte Menschen, die sogenannten vulnerablen Gruppen. Im ganzen Satz, das Produkt, an dem Bill sich eine weitere goldene Nase verdient hat, das er zuvor bei den Tagesthemen 8 Minuten bewerben konnte und das sich Millionen Menschen durch Propaganda haben aufdringen lassen, hat keinerlei medizinischen Vorteile. Das, meine lieben Freunde aus dem grünen und linken Lager, bedeutet, wenn die mRNA-Impfstoffe die versprochene Wirkung nicht mal im Ansatz haben, bleibt nur noch eins, die Nebenwirkung. Oder die Nebenwirkungen. Es sind ja mehrere. Und gibt es die? Natürlich, aber das darf man nicht aussprechen, sonst wird man erneut von den Massenmedien unter Feuer genommen. Ich tue es aber trotzdem. An alle Impfopfer, hören Sie auf, Nebenwirkungen zu simulieren oder die Massenmedien geben Ihnen den Rest. Ironie off. Hallo Massenmedien, schauen Sie endlich hin.
Setzen Sie sich mit den Impfopfern in diesem Land und weltweit auseinander. Hören Sie diesen Opfern zu! Und fangen Sie an, Ihren Job zu machen, aufzuklären über das, was ist und über die zahlreichen, teils schwerwiegenden Nebenwirkungen der propagierten Corona-Impfung. Berichten Sie darüber. Unsere Massenmedien sind Mittäter. Sie sind Komplizen einer sogenannten Elite, die vor allem durch Steuervermeidung reich und damit einflussreich geworden ist, nicht durch Arbeit. Wir müssen diese Medien loswerden oder besser wieder unter demokratische und unter Kontrolle bringen, um uns im Anschluss dem Clan der Philanthropen und ihrem Modell Machtergreifung durch trojanische Pferde zuzuwenden. Das müssen wir tun. Diese trojanischen Pferde treten gerne als NGOs auf oder tragen Democracy im Titel. Sie faseln stets von Menschenrechten, während sie Schürfrechte meinen. Und sie planen uns in Zukunft über den Hebel Klimaschutz, um unsere Bürgerrechte zu bringen. Personen zum Beispiel, die für die WHO im Kanzleramt die Corona-Strippen zogen, sind in Zukunft einfach auch da und achten sie auf die Wortschöpfung, um klimagesundes Leben an uns durchzureichen. Sprich, sie schimmern schon heute an den Regeln der neuen Normalität. Und das übrigens auch an der Uni hier in Erfurt. Das alles ist längst beschlossen und wurde genau wie die Corona-Operation schon vor Jahren geplant. Damit wir übermorgen nur noch zwischen Homeoffice und Arbeitsplatz im Niedriglohnsektor pendeln und das als neue Normalität bejubeln, werden wir seit Jahren einer permanenten Gehirnwäsche unterzogen. Wir werden durch Massenmedien verblödet oder derart irritiert, dass die meisten von uns den Überblick verloren haben und nur noch auf neue Befehle aus dem Regierungsviertel warten. Da haben sich inzwischen überwiegend bildungsferne Schichten in gut bezahlten Büros hinter ihren Behördenschreibtischen verschanzt, um uns als sogenannte Ampel die Story vom Pferd zu erzählen. Diese Truppe besteht ausnahmslos aus Personen, die auf jeder Comedy-Bühne besser aufgehoben wären, ohne dass sie an ihren aktuellen Äußerungen etwas ändern müssten. Ich möchte hier nicht langweilen, aber was sich Frau Baerbock, ja, die alles ist außer Ministerin, bisher an heißer Luft geleistet hat, gefährdet das Weltklima deutlich mehr als alle SUVs des Planeten zusammen. Herrn Habeck möchte man zurufen, wer baut eigentlich Ihre Tüten? Sagen Sie diesen Personen doch mal, er möge das Zeug nicht zu hoch dosieren, Herr Habeck. Lauterbach ist ein Mann, bei dem der Bürger stets das Gefühl hat, er wäre aus einer geschlossenen Einrichtung gekommen. Er wird wirr. Nancy Faeser war früher für eine Anwaltskanzlei tätig, die mit ihren Kunden BlackRock und Pfizer Milliarden verdiente. Erklärt das ihre Haltung während der Corona-Zeit und warum sie den Verfassungsschutz dazu missbraucht, Bürger zu beobachten, die den Mächtigen nicht in den Kram passen? Frau Faeser, auch Sie wirken vollkommen überfordert mit der Tätigkeit, die Sie aktuell ausführen. Haben Sie es mal auf dem zweiten Bildungsweg bei der Deutschen Bahn versucht? Ich würde Sie als Pfeiferin in den Hauptbahnhof Berlin einsetzen, vis-à-vis vom Kanzleramt. In dieser Pfeife dürften Sie immer dann blasen, wenn ein deutscher ICE pünktlich einfährt. Was wären das für schöne, ruhige Seiten im Regierungsviertel? Und unserem Hauptdarsteller im Kanzleramt möchte ich zurufen, Demenz und Kanzleramt gehören nicht zwingend zusammen. Warum folgen Sie nicht Ihrer spontan von der AfD übernommenen Forderung nach konsequenter Massenabschiebung von Personen, die diesem Land offensichtlich mehr schaden, als sie nutzen? Sie, Herr Scholz, sind der mit Abstand schlechteste und vor allem farbloseste Kanzler, den diese Republik seit ihrer Gründung gesehen hat. Schieben Sie sich doch selber ab! Ziehen Sie um nach Washington! Habe ich wen vergessen? Natürlich. Ricarda Lang. Frau Lang, Sie sollten sich mal auf eine Couch legen. Dass bei Ihnen eine Menge Frust im Spiel ist, ist nicht zu übersehen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker und suchen Sie sich Hilfe. Sie wandeln auf dünnem Eis und das kann bei dem von Ihnen prognostizierten menschengemachten Klimawandel nur eine deutlich geringere Last tragen, Frau Lang. Kommen wir noch mal zu Corona.
dieses Gehorsamsexperiment im öffentlichen Raum. Das war es. Es war ein Gehorsamsexperiment im öffentlichen Raum. Beschäftigen Sie sich mal mit Ash, mit Milgram. Da könnt ihr das alles nachlesen. Wer sich hier ein umfassendes Bild machen möchte, dem sei das Buch von Jonas Türgel empfohlen. Kognitive Kriegsführung. Unbedingt lesen. Der Wissenschaftler kann auf rund 300 Seiten beweisen, wie viele NATO-Milliarden inzwischen in die mediale Gehirnwäsche investiert werden und wurden, um uns alle zu jedem Bürger und jedem Thema in jede beliebige Ecke zu drängen. Sie nennen es Nudging. Ich nenne es Nötigung. Corona war eben weit mehr als nur ein Experiment am Menschen mit Stoffen, bei denen jeder Tierversuch hätte längst abgebrochen werden müssen. Unter Corona wurde der von Privatpersonen beschlossene Ausnahmezustand als neue Normalität akzeptiert, und zwar weltweit. Unter Corona war die Arbeitsschutzmaske, sprich eine schnöde Staubmaske, ohne jedweden medizinischen Schutz, vor allem eins, ein offen getragenes Parteiabzeichen. Wer es dann aber nicht trug, war für jeden als Sündenbock erkennbar und wurde permanent Opfer einer Bevölkerung, die begonnen hatte, ein Stockholm-Syndrom zu entwickeln. Wer den WHO-Führern auch in Zukunft den Gruß verweigert, muss damit rechnen, dass man ihn schon übermorgen als psychisch labil abstempelt, um ihn ganz offiziell in eine entsprechende Einrichtung bringen zu können. Das ist die Zukunft! Und hier wartet dann die Pharmaindustrie, um mit den entsprechenden Mitteln den Abtrünnigen zurück auf den rechten Pfad zu führen. Wir alle werden, wenn wir uns nicht anpassen, wir fliegen in Zukunft über das Kuckucksnest. Und das wird von den Grünen uns als Artenschutz 2.0 verkauft werden. Das Grüne Reich kann kommen. Nachdem die letzten Reste dessen, was man links war, wie durch Zufall in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind, wird Sarah Wagenknecht das Land im Alleingang retten? Oder aber wird sie nur gegen die AfD in Stellung gebracht, um deren Wähler umzuleiten, auf das sich im Anschluss AfD und Wagenknecht-Partei gegenseitig in der Opposition in Schach halten? Damit der KNBRD also weiter auf Kollisionskurs bleibt? Einfache Frage. Fakt ist, Bürger, die glauben, in diesem Land würde sich alles ändern, wenn man nur den Schäfer austauscht, haben immer noch nicht begriffen, dass sich nie etwas ändern kann, solange sie sich selber weiterhin wie Schafe verhalten. Schafe! Schafe fürchten ihr ganzes Leben lang den Wolf, aber getötet werden sie durch den Hirten. Wie meint er das denn jetzt? Es wird also permanent mit Angst und erlernter Hilflosigkeit regiert. Und in dieser Hinsicht war Corona ein Exempel, das auf beachtliche Erfolge zurückblicken kann. Auf diese Erfolge wird der neue Regenbogenfaschismus in naher Zukunft noch einen draufsetzen. Merken Sie sich meine neueste Wortschöpfung. Regenbogenfaschismus. Denn das Experiment, die Bevölkerung auf den willkürlichen Ausnahmezustand einzuschwören, wurde bis heute nicht mal im Ansatz als Produkt von maximaler Propaganda erkannt, geschweige denn aufgearbeitet. Stattdessen wurde die Corona-Verschwörung über Nacht vom Märchen "Wir kämpfen in der Ukraine für Demokratie und Menschenrechte" abgelöst. Ja? Und aktuell natürlich den Konflikt, den überraschenden Konflikt im Nahen Osten. Man hat mich gefragt, was ich dazu sagen soll. Was soll ich dazu noch sagen? Was man mit Gewalt erringt, kann man nur mit Gewalt behalten. Das gilt für alle Seiten. Ausführendes Organ dieses Kampfes für die Freiheit ist, wie originell, während der Corona-Zeit auch mal wieder die NATO. Was soll man zu dieser Truppe sagen? Und ich war Soldat. Ein Milliardenbudget und unfähig, auch nur ansatzweise Kriege zu gewinnen. Wo bleibt denn der Sieg gegen die Russen in der Ukraine, liebe NATO? Das Ganze wird ausgehen wie in Afghanistan. Diese NATO-Truppe kann überhaupt nichts. Das sind Loser, die es in 20 Jahren Afghanistan noch nicht mal geschafft haben, Hirten, die mit abgerockten AK-47 in den Bergen sich verschanzt hatten, zu besiegen. Wie soll diese Truppe mit der russischen Armee fertig werden, wenn sie noch nicht einmal dazu fähig war, in Afghanistan, ein Land ohne jede Armee, den Gegner zu schlagen? Das kann überhaupt nicht klappen. Wenn wir uns umschauen wollen, heute stellen die Taliban die Regierung in Kabul. Mehr Hohn und Spott gegenüber der NATO geht überhaupt gar nicht. An dieser Stelle, an alle Soldaten, die mit einem anderen Eid eingetreten sind, verlasst diesen Loserladen
und erkennt, dass ihr nur benutzt werdet und eure Werte verraten werden. Wenn deutsche Soldaten noch einen Sinn haben, dann um deutsche Grenzen zu schützen gegen illegale Einwanderung, powered by Sie, Grünen, oder um deutsche Industrieanlagen gegen Terrorangriffe zu schützen, die gerne auch vom großen Bruder erst angekündigt und dann ausgeführt werden. Da brauchen wir deutsche Soldaten. Schützt deutsche Industrieanlagen! Ich sage ganz klar, raus aus der NATO! Ja. Für das Geld sollten wir lieber die Deutsche Bahn sanieren. Oder dafür sorgen, dass auf den deutschen Autobahnen das Durchschnittstempo wieder über 75 angehoben wird. Und ich weiß genau, worüber ich spreche. Warum bestehen deutsche Autobahnen nur noch aus nicht enden wollenden Baustellen, auf denen man immer nur Ausnahmefällen Bauarbeiter antrifft? In diesem Land stimmt überhaupt nichts und der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, der Mann, der da so viel spricht, mit Ruth im Nahen Osten, hier in den besetzten Gebieten, um mit Uwe Steinbe zu sprechen, hat ja auch Lösungen. Wir sollten den Bundestag auf die Hälfte verkleinern. Außerdem, wer keine klassische Berufsausbildung plus jahrelange Erfahrung vorweisen kann oder ein tatsächlich abgeschlossenes Studium kennt, das mit der Kernkompetenz des Ministeriums, das ihn beschäftigt, irgendwas zu tun hat, sollte wieder nach Hause geschickt werden. Ich bin sicher, mit einem solch komplizierten Satz ist ein Großteil des Bundestages komplett überfordert. Aktuell ist der Deutsche Bundestag eine Versammlungsstätte für Personen, die vor allem durch einen umfassenden Mangel an Bildung und der vollkommenen Abwesenheit von sprachlicher Begabung auffallen. Da ist keine Raffinesse, da ist keine Brillanz, da ist gar nichts. Wenn Leute sagen, Nazis raus, immer nach euch. Nach euch. Und im Übrigen, nicht zu Ende gedacht, Nazis raus, wer soll sie denn nehmen? Wo sollen wir sie denn hin verklappen? Sie sind doch schon da, wo sie herkommen, bei den Diensten. Behaltet sie doch einfach. Diese scheinlinken und olivgrünen Personen sind zudem völlige Spaßbremsen und haben dieses Land in eine Republik der Vollspießer verwandelt. Berlin, die Hauptstadt, damit ich hingezogen nach Mauerfall, ist unter dieser Truppe zu einem Standort mutiert, der rund um die Uhr an Schwäbische Kehrwoche erinnert. Da werden freitags um 12 Uhr in Kreuzberg die Kaffeemaschinen ausgeschaltet. Wir werden von Trotteln aus der Provinz regiert, denen die Hauptstadtpresse tief in den Allerwertesten kriegt, dass einem klar wird, warum diese Herrschaften permanent von brauner Gefahr faseln. Sie selbst sind die braune Gefahr. Und da wird es nicht reichen, nur die Rohrreinigung zu rufen. Da müssen völlig neue Rohre verlegt werden. Wir brauchen nicht nur ein Comeback von Nord Stream. Leute, wir brauchen endlich eine Politik, die unserem Land und unserem Land und nicht einer ausländischen Macht dient. So, ich kann den Satz schon gar nicht mehr aussprechen. Wir brauchen eine Politik, die unserem Land dient und nicht einer ausländischen Macht. Wir brauchen eine autarke Europapolitik, die auf gute Nachbarschaft setzt und nicht dem US-amerikanischen Größenwahn verfällt. Ja, die USA haben sich entzaubert und unsere aktuelle sogenannte Regierung besteht aus hündelnden Figuren, die für eine Einladung nach Übersee zu einem Gesichtsausdruck gelangen, den man nur kennt, wenn man einem Schäferhund ein Leckerli anbietet. Wenn wir als Bundesrepublik Deutschland die nächsten 5 Jahre überleben wollen, kommen wir nicht umhin, unser gesamtes politisches Personal zu hinterfragen und auch unsere sogenannte Parteiendemokratie. Wir müssen als die GEZ-Medien finanzieren, diesen Herrschaften das Geld entziehen und uns in Medienhäusern ungefragt und dafür in Massen einen Besuch abstatten. Was in den sogenannten GEZ-Medien geschieht, dient weniger dem Interesse der Bevölkerung, sondern eher der Propaganda im Sinne des Geldadels. Diese Damen und Herren sind selbst herrlich wie einst Mieke. Und es wird Zeit, dass wir diesen Herrschaften von ihrem hohen Ross holen. Tun wir das nicht,
kommt es in unserem Land zu einer noch größeren Spaltung, die leicht in einem Bürgerkrieg endet. Wer, wie unsere Massenmedien, alles dafür tut, um die unterschiedlichsten Menschen mit ihren unterschiedlichsten Meinungen gegeneinander aufzuhetzen, anstatt demokratisch für die Vielfalt der Ansichten Werbung zu machen, ist im Kern antidemokratisch. Und er gefährdet vorsätzlich das friedliche Zusammenleben innerhalb der BRD. Unsere Massenmedien sind das Hauptproblem in unserem Land. Erst dann kommt die Politik und dann der Geldadel. Das ist die Reihenfolge. Wer den Bürgern mit System das Hirn vernebelt, wer sich vorsätzlich in die Irre führt, indem er zum Beispiel offen gegen ganze Völker hetzt und Krieg schön schreibt oder als humanitäre Intervention verkauft, wer Freigeister an den Pranger stellt, abweichende Wissenschaftler versucht mittels Rufmord wissenschaftlich zu vernichten und darüber hinaus keinen Finger krumm macht, um den Ausnahmejournalisten Julian Assange endlich auf freien Fuß zu bekommen, ist alles Mögliche, aber kein Freund der Freiheit. Wir leben längst in einem Orwell-Staat und Sie kennen das ja alles, mit Doppelsprech und Methoden der Zersetzung, wie man sie bis dato nur von der Stasi kannte. Frau Boley hatte recht. Sie prophezeite kurz nach Mauerfall, dass die Stasi-Methoden zurückkommen würden, nur dass man sie noch perfektioniert hätte. Heute nennt man das Cancel Culture. Das ist eine Kultur der Intoleranz. Was hat das mit Kultur zu tun? Und wer nicht erneut in einer DDR 2.0 aufwachen möchte, einem Land ohne Bargeld, aber dafür mit permanentem Ausnahmezustand, abgehört durch Stiri, eine Mischung aus Stasi und Siri, wo Denunziantentum als neuer Volkssport vom Staat selber belohnt wird und wir alle alles leihen müssen, aber es nur erhalten, wenn wir die entsprechenden Sozialpunkte vorweisen können, der muss heute auf die Straße gehen und sich gegen einen immer übergriffigeren Staat zur Wehr setzen. Heute muss er auf die Straße gehen und er muss vor allem auf der Straße bleiben! Ich bin, und wer das auch ist, hebe doch bitte die Hand, ich bin für zivilen Ungehorsam. Fight the power. Wer kam früher unter Dutschke ja noch von den Universitäten, doch sie sind längst von der Patex-Fraktion okkupiert. Da sind ordentlich Lösungsmittel drin, was erklärt, warum diese verwirrten Kinder sich, um das Klima zu retten, stets auf normale Straßen kleben, aber nie vor US-Kasernen. Die Klimakleber sind wie Klaus Kleber. Sie arbeiten im Auftrag Dritter, wissentlich oder unwissentlich, und würden ohne Navi auf dem Handy nach ihren Aktionen im eigenen Stadtteil nicht nach Hause finden. Unserem Land wird seit Jahrzehnten das Gehirn gewaschen, nur dass die, die uns das als Informationsgesellschaft verkaufen, nicht ganz sauber sind. Es wird Zeit, dieses System der Massenverblödung ihm den Stecker zu ziehen. Ohne unsere Aufmerksamkeit sind Massenmedien machtlos. Ohne unsere Aufmerksamkeit sind Massenmedien machtlos. Das ist der wichtigste Schritt. Der Rest ergibt sich von selbst, durch Selbstermächtigung und das Einführen direkter Demokratie auf lokaler Ebene. Wir schaffen das. Aber nur, wenn wir Massenmedien und deren Propaganda vollkommen aus unserem Leben verbannen. Vollkommen. Ein eigenständiges Denken kann nur einsetzen, wenn wir aufhören, uns freiwillig der Verblödung auszusetzen. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Schalten Sie nicht ab. Schalten Sie gar nicht erst ein. Lassen Sie die Propaganda am Kiosk. Unterstützen Sie lieber konzernunabhängige Medien, die Sie regelmäßig ansurfen. Glauben Sie aber nichts pauschal und hinterfragen Sie alles. Für alle, die immer noch vor ARD und ZDF sitzen. Das Leben ist keine ZDF-Kochsendung, bei der das fertige Weltbild schon mal vorbereitet wurde. Nein, wir alle sind mehr oder weniger neu auf dem Gebiet echter Demokratie. Denn niemand kann von sich behaupten, sie tatsächlich erlebt zu haben. Dieses Ziel sollte als das begriffen werden, was es ist, nämlich ein gesellschaftlicher Prozess. Wir haben die Wahl. Entweder wir lassen uns auf diesen langen Prozess ein oder das aktuelle System macht mit uns kurzen Prozess. Erkennen wir die Zeichen der Zeit,
handeln wir anders als unsere Großeltern. Handeln wir anders als unsere Großeltern. Stehen wir auf, bevor es zu spät ist. Und ich schließe mit Hannah Arendt. Niemand hat das Recht zu gehorchen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Also, basierend auf dem Urteil würde ich sagen, du hast wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Ganz vielen Dank, Kaiwan, Sufi, Siavash, dass du heute hier in Dresden warst. Danke auch. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei einem Menschen bedanken, der mich seit Jahren wirklich inspiriert. Es ist Uwe Steimel. Ganz großartig, was von dort kommt. Ganz großartig. Ihr habt hier wirklich geile Leute. Ja? Vielen Dank. Und ihr habt die historische Erfahrung. Vielen Dank. Vielleicht gelingt es uns ja auch noch, Uwe Steimle auf die Bühne mal zu holen. Ich kann euch versprechen und ich kann euch sagen, ich habe es schon mehr als einmal probiert. Bisher hat er noch nicht sich überzeugen oder überreden lassen. Aber na gut, bei Kaiwan hat es ja auch 3 Jahre gedauert. Gut Ding will Weile haben. Und ich glaube, einige von euch würden auch gerne Uwe Steimle hier oben hören, oder? Ja.